Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope, wo ich erstmal meine Kameraden hier heile. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Dornen ausgerissen, haben einen aggressiven Wickler geholfen und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Gleise frei machen. Dafür müssen wir diese Finsterzeit Pfütze da kaputt machen. Aber vorher wollte ich jetzt hier erstmal eben kurz den Dracula Rase einmal aufwerten und mir meine Arktikalypse zurückholen. Hier, der sieht halt genauso aus wie der Claudius Rex, der eine, der da rumschwebt. Rabbit Luigi hat meinen, ne? Ja, die Arktikalypse. Die wollte ich mir vorher noch ins Inventar wieder packen. Aber der Zug im Hintergrund, der stark angeschlagen wurde. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Ich sehe auf jeden Fall 10 Milliarden Bonbons. Ah, so komme ich da hinten hin. Okay. Ja, die Bonbons sind ein Geschenk. Kann ich ja nach den Dicken werfen. So, ich mache mich mal ungesehen und dann lasse ich die Bonbons neben ihn hochgehen. Oh, guter Schaden. So, dich vernichte ich einfach mal sofort. Dir mache ich wenigstens so ein bisschen Schaden. Das könnte dich sogar komplett umbringen. Wegen den After-Damage. So, dann verschanzen wir uns hier mal. Mit den Bonbons bin ich nämlich vorsichtig. Die können auch mir gewaltig Schaden drücken. Halt das Ding. Ja, da stehst du gut. Kann ich richtig gut den Bonbon reinwerfen, der mir gerade vor die Füße gelegt wurde. Oh, ich habe ihn außerhalb des Spielbereichs hingeworfen. Kabum! Ich find's genial, wie der Bonbon mir der Punkt genau folgt. So, und ich verhindere mal, dass neue Leute da rauskommen. Wollt ihr mehr? Machen wir erstmal den Platz, der näher dran steht. So, du kriegst zwei Sniper-Schüsse. Stimmt ja, du kannst Leute zu dir ranziehen. Ich vergesse das die ganze Zeit. Das hat jetzt Luigi ausgenockt. Wenn du mich schon so nah da dran schiebst, drücke ich den Knopf jetzt erstmal sofort. So, auf der gegenüberliegenden Seite wahrscheinlich. Yep, da ist der nächste Knopf und ich habe halt Luigi verloren. Oder ich mach Schlacht eben kurz nochmal und mach das nochmal schlauer eben. So, Leute, ich habe jetzt das Ganze nochmal richtig gemacht. Ich habe es diesmal geschafft. Fast die ganze Map zu clearen, nur noch einer von denen steht. Korrektur, keiner steht mehr von denen. Und wir haben alle noch am Leben. Ich habe es noch einmal richtig gemacht. Ich bin stolz auf mich. Da kommen wahrscheinlich eh diese Claudius da raus, ne?
Mach ich das Ding mal kaputt. Ich lass Rosalina noch rüberfliegen und Rebelle lasse ich das Ding kaputt machen. Kann ich das Portal auch kaputt machen? So. Das würde noch nicht ausreichen, um da hochzukommen. Das sehe ich jetzt schon. So, ich kann die Unsichtbarkeit noch draufpacken. Weiß ja nicht, ob da Schützen rauskommen. Ne, sagt doch höchstwahrscheinlich die Claudius. Genau da, wo ein Claudius stärker gewesen wäre, kommt natürlich ein Schütze raus. Gut für mich, schlecht für die. Ich kriege einfach jede Runde mal wieder den Spark-Abbrücher. Das ist wunderschön. So, dann gehe ich mal da runter. Aktiviere die Sturmklinge. Und lasse es Feuer regnen. Dann ist der Weg auch schön frei. So. So, machen wir eine Runde Pause. Und falls der andere angerannt kommt, wird er abgeschossen. Der hat ihn einfach runtergeschubst. So, dann aktivieren wir mal Knöpfchen. Ich kriege einfach Sprunghilfen. Jetzt brauchen wir ja nur denselben Weg zurück. Und dann haben wir es eigentlich. Bei dir weiß ich gar nicht, warum sollte ich überhaupt draufschlagen, wenn ich auch einfach hier die ganzen Sprungschanzen jetzt nehmen kann. So. Jetzt kann ich Rebella finishen. Ja, ne, nächste Runde habe ich gewonnen, weil die da hinten, die treffen mich nie im Leben. GG. Die bewegen sich halt nicht mal näher. Das macht es halt noch mal einfacher. So. Ich brauche mich gar nicht um den Kampf kümmern. Ich mache einfach Sprung und fertig. Gewonnen. Wie neu. Sie haben eine grenzenlose Dankbarkeit, liebe Freunde, denn nur dank ihrem kühnen Handeln kann man im Zug wieder im vollen Glanz erstrahlen. Vielen Dank, dass Sie auch die Gleise geräumt haben. Es war schon immer mein Traum, über die Schienen zu rollen. Aber jetzt, wo der Zug wieder fahren kann, könnte ich vielleicht bei euch ankoppeln? Leben Sie wohl, Freunde! Leben Sie wohl, alle miteinander. Sollten Sie je den Wunsch nach Beförderung hegen, der Wickel Express wird immer seine Türen für Sie öffnen. So, jetzt bin ich gespannt. Also das ist doch 100 pro jemanden, der beschwört. Außerdem muss ich mal zählen, wie viele haben wir denn mittlerweile. 12, 18, 24, 25. Ruft einen verbündeten Schleimer mit 130 KP herbei. Sein Schleimer fügt 565 Schaden zu. Er kann einen Gegner mit Stille belegen und sie entwaffnen. Das ist eigentlich ganz nice. Ich werde dich mal auf. Du könntest Luigi gerade zumindest mehr bringen als die Arktikalypte. Vor allem, wo diese Schleime ja auch noch mega Fähigkeiten haben. Ich glaube, ich könnte auf dem vorherigen Planeten den Riesen jetzt mittlerweile bekämpfen.
Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube es. Wo komme ich hin, wenn ich da reinhüpf? Ach, dann bin ich hier. Die sind auch schon wieder Dorn. Na gut, die sind aber auch null nervend. Einmal dahin gehen, die ganze Zeit drücken und schon sind sie weg. Ich muss durch das Ding durch. So, wieder ein paar Punkte mehr. Und wieder ein Rätsel. Ich will Sabine zuckerfreies Blaubeer-Hagebuttenwasser besorgen, aber es ist alles voller Federviecher. Könntet ihr vielleicht 3 Federviecher aus dem Weg räumen, damit ich der armen Sabine doch noch ihr Getränk bringen kann? Ja, mache ich offscreen. So, hier ist eine verstopfte Röhre. Da vorne ist wieder ein neuer Laden. Ich denke dran, dass ich mir Pilze kaufen wollte. Okay, hier irgendwo. Da. Hier ist der Weg hoch. Von hier aus kann ich dann das kaputt machen. Ich muss nur den Punkt finden. Da. Jetzt werden die Dornen ein bisschen nerviger. Davor waren sie geschenkt. Da ist doch 100 pro was. Also so frei, wie die Fläche hier aussieht, war es doch klar, dass hier irgendwas sein muss. Das kann ich aufbrechen. Für was brauche ich das? Für das Auge da wahrscheinlich. Damit kann ich aber nicht klettern. Aber ich muss das Ding ja auf jeden Fall mitnehmen. Für irgendwas brauche ich das ja. So, kann ich die von hier aus abwerfen? Ja, kann ich. Ich habe da auch das zweite Federvieh gesehen. Ich brauche nicht sehen, wo die Drecksdinger sind, um sie kaputt machen zu wollen. Dank der in Sabines Superinfusion enthaltenen Antioxidantien konnte Sabine den Ausbruch eines Unterwasservulkans mit bloßen Händen verhindern? Darüber wird sogar gerade ein Film der Woche gedreht. Das nenne ich geschickte Produktplatzierung. Kompliment. Das kriegt auch nicht jeder hin. Ich sehe den Weg dahin. Hier ist auch 100 Punkten unsichtbarer Weg. Versunken in der Finsterzeit. Okay, ich muss überleben. Das heißt, es wird anstrengend. 6 Runden lang. Der Schleimer könnte mir ganz nützlich sein. Aber ich glaube, der Unsichtbarkeitstyp wird mir nicht viel helfen. Windstoßraserei. Aeroshaker. Das würde die halt von mir wegpusten. Hier gebe ich einen Sternentrank einfach. So. Ist irgendwer von denen gegen Wind immun? Gegen Schock immun? Gegen Schock? Nein, Wind ist hier ganz gut. Einer der Gegnertypus ist sogar empfindlich gegen Wind. So, warte. Jetzt probieren wir ihn direkt mal aus. Schleimer, komm hervor. Gutes, er greift an und blockiert jemanden. Außerdem, die kann man auch boosten. Und die können ja auch den ein oder anderen Schlag für mich abfangen. Das macht es auch nochmal praktisch, dass die da sind. So, dich, stumm und dich. Ach nee, ich kann ja nur einen stumm schalten.
Ich hätte den vordersten hier stumm schalten sollen. So, einen habe ich direkt gefinisht. Zwei habe ich direkt gefinisht. Aber auf der Seite ist überhaupt keiner, der schießen kann. Attacke. Ich dachte, hier wäre noch irgendwer, der mich eventuell abschießen würde, aber hier ist keiner mehr. Also kann ich ruhig alle hier hinten versammeln. Den kann ich sogar noch umbringen. Und der Schleimer fängt's ab. Ich denke mal nicht, dass wenn da Portale sind, dass ich sie kaputt machen kann. Nee. Diese Lilanen, die kann man nicht kaputt machen. Und durch den Sparkerfischer. Ach, ich darf nur einen maximal haben. Ja, ich darf den zweiten erst beschwören, wenn der erste tot ist. Wenn ich treffe, ist er tot. Schade. Warum soll ich da extra hingehen, wenn ich mich hier eine Runde verkriechen kann? Ohne dass die mich angreifen. Außerdem fängt ja, wie gesagt, der eine Typ da vorne alles ab. Den ich instant wieder beschwören kann. Ich will es jetzt aber trotzdem erstmal ganz schlau machen. In Luigi sagen. Komm, geh mal hier vorne hin. Und dann shake ich die mal durch. So, dann puste ich euch mal weg. Und hier oben setze ich einfach so einen Schleimer hin, der entwaffnet die hinten hier oben dann. So, hier oben ist alles geklärt. Ihr seid dann auch RIP. Sonst noch wer? Einzig doof ist, da kommt gleich einer raus. So, was kommt da raus? Einer von denen. Die mag ich nicht, weil die so übelst viel Schaden machen. Luigi one-hitten die halt. Und Rebella hat jetzt auch nicht gerade wenig Schaden bekommen. Ich muss noch drei Runden überleben. Das wird schwer. Arabella ist jetzt auch down. Aber es sollte trotzdem noch im Bereich des Möglichen sein. Muss eigentlich nur alles lethargisch machen, was in meiner Nähe ist. So, den kann ich sogar killen. Ja, im Bestfall steht hier alle nah beieinander. Dann kann ich einfach lethargisch machen und sag einfach, ich mach sogar hier diese eine Fähigkeit. So, ich mache euch lethargisch. Ihr könnt mich mal. Ich gehe in meinem Eck. Und falls ihr es doch zu mir schafft, mache ich einfach den Cooldown zurück.
passt dann schon. Jetzt bin ich doch veralbern. Bitte nicht noch einer. Ich darf es nochmal von vorne machen. Ich hätte so eventuell sogar gewinnen können. Okay, dann nochmal von vorn. So, Leute. Es hat ein paar Anläufe gedauert. Aber ich habe diese Schlacht am Ende doch noch irgendwie gewonnen. Jetzt ohne Witz. Ich habe 5 Anläufe gebraucht, um den Kampf zu gewinnen. Sehr schick. Das ist alles für eine Info zu der Speispitze. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ich mache hier für heute schon Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis bald.